Ja, Massimo Onatelli 1:3 gegen Fortuna Köln. Ein Punkt hätte im Nachhinein gereicht für die DFB-Pokalqualifikation. Wie bitter ist das jetzt? Ja, ich denke, sehr bitter. Also brauche ich ja nicht erwähnen. Ich denke, das weiß jeder, das wisst ihr auch. Und ja, wie gesagt, möchte auch nichts Falsches sagen. Ich habe mein Fett schon abgekriegt genug und habe heute auch auf der Bank gesessen, halt wegen letzter Woche. Und ja, für eine Aussage, wo ich, wie gesagt, das eigentlich nicht böse meinte. Und tut mir leid. Also bin ich auch riesig enttäuscht drüber gewesen. Ich hätte der Mannschaft gerne von Anfang an heute geholfen. Und ja, musste halt, wie gesagt, erstmal von draußen zuschauen. Aber habe auch ja, leider kein gutes Spiel gesehen. Zweite Halbzeit, wie gesagt, hatten wir ein paar gute Angriffe, auch wo ich reinkam. Gut, ist halt unglücklich gelaufen mit Adi, er hat mich übersehen, sonst schiebe ich ihn rein zum 2-1, aber es passiert halt und wie gesagt, mache ich ihn auch keinen Vorwurf. Adi hat heute alles gegeben, und aber im Großen und Ganzen kann man heute einfach nur enttäuscht sein und man braucht auch nichts schönreden, also tut mir leid, irgendwann ist auch mal gut. Es ist der letzte Spieltag, es ist Schluss und man braucht nicht jedes Mal alles schönreden, was wir die Saison geleistet haben. Tut mir leid, das ist meine Einstellung als Fußballer, als Mensch, so wie ich hier stehe, mit meinen ehrlichen Worten. Und wenn du eine super Saison spielst und am Ende die letzten Wochen alles aus der Hand gibst, was soll man sich davon kaufen? Gar nichts. Es sind schöne Erinnerungen dabei gewesen. Es war wirklich eine teilweise tolle Saison, wie gesagt, mit schönen Momenten, aber am Ende kann man sich, wie gesagt, nichts davon kaufen. Und mir tut es einfach nur leid für viele Menschen hier, Verantwortlichen, für Fans, ja, für viele, die man ins Herz geschlossen hat. Und ja, wie gesagt, es ist für mich sehr enttäuschend und jeder kann seine Meinung haben. Ich denke, das ist legitim und ja, ich kann auch meine Meinung mal äußern und ich denke, ich bin keine 18 mehr, und wenn man nach dem Spiel enttäuscht ist in Chemnitz, dass man das verspielt hat, ja, wie gesagt, aber einen so zu bestrafen, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich nicht verdient, und dafür, dass man das ganze Jahr hier Gas gegeben hat, mit oben, ja, wie gesagt, mit dafür verantwortlich war für den Erfolg, und am letzten Spieltag mich ja, so dann sitzen zu lassen, finde ich halt schade, aber es ist halt seine Entscheidung, muss ich akzeptieren, und ja, wie gesagt, das ist meine Meinung und das wollte ich auch hier nochmal äußern am letzten Spieltag. Und ja. Alles klar. Eine Frage noch, du hast gerade schon gesagt, ihr wart relativ lang oben dabei und dann so die letzten 7, 8, 9 Spiele hat es dann nicht mehr so funktioniert. Kann man irgendwie, gibt es eine Erklärung dafür, dass es irgendwie so einen leichten Bruch dann ja offensichtlich gegeben hat? Ja, es ist, wie gesagt, immer schwer, die richtigen Worte dafür zu finden, und wie gesagt, ich möchte auch hier nichts mehr Falsches sagen. Ich denke, das reicht jetzt langsam, und ja, wie gesagt, da müssen sich andere Leute die Gedanken drüber machen, und ja, aber ja. Dann sag mir einfach noch kurz, wie es bei dir persönlich weitergeht. Dein Vertrag läuft ja aus. Weißt du schon, wie es weitergeht? Nein, also wie gesagt, es entscheidet sich auch noch alles. Mit mir hat hier noch keiner gesprochen bis heute, und ja, wie gesagt, also ist auch ein bisschen enttäuschend, aber das muss man akzeptieren. Wie gesagt, ja, man muss auch mal irgendwo dann auch mal den Menschen verstehen, nicht nur den Fußballer. Wenn man bis zum letzten Spieltag immer noch nicht weiß, ja, wie man plant hier und wie es weitergeht, also weiß ich nicht. Also man muss, wie gesagt, als Mensch auch planen können und wissen, wie es weitergeht. Und man hat immer alles im Hintergrund gestellt, man hat alles gegeben. Ich habe auch im Interview vor ein paar Wochen gesagt, dass es erstmal egal ist und dass ich alles erstmal hier tun werde für den Erfolg. Aber irgendwann muss man auch mal wissen, wo es lang geht. Und wenn man hier wirklich 3 Jahre lang sich den Arsch aufgerissen hat, immer Leistungsträger hier war und ja, auch damals vielleicht andere Möglichkeiten hat, aber immer dem Verein treu geblieben ist und auch, sage ich ehrlich, hier für, ja, ich war nie jemand, der auf Geld geguckt hat oder so. So bin ich einfach nicht. Ich liebe diesen Fußball, ich liebe den Verein, habe ich immer geliebt, die Fans und alles. Und gut, wenn man bis heute immer das noch nicht geschätzt hat, aber daran sehe ich das, die Wertschätzung ist nicht da, und sonst hätte man bis heute mal mit mir gesprochen. Aber ich freue mich für die anderen, die Verlängerung bekommen haben, und wünsche auf jeden Fall alles Gute dem Verein. Und wie gesagt, also ich werde dann zusehen, wie meine Zukunft weitergeht. Und ja, so sieht es halt leider aus, und das ist halt die Wahrheit. Ja. Danke dir.